Freunde, schaut mal, ich schmücke meinen Weihnachtsbaum. Wo? Den Schuh des Weihnachtsmanns hänge ich hier auf. Sieht schön aus. Ich bin auch gleich fertig. Wow, Pepe, da hast du aber einen tollen Weihnachtsbaum gemacht. Der ist ja so schön geschmückt. Hallo, Nicole. Ja, und ich habe ihn ganz alleine geschmückt. Oh, was hast du denn mitgebracht? Der Stern ist ja schön. Ja, den schönen Stern habe ich ganz alleine gemacht. Den hänge ich mir zu Hause ans Fenster. War das nicht ziemlich schwer, Nicole? Das sieht so kompliziert aus. Es ist eigentlich ziemlich einfach, den Stern zu machen. Wenn du Lust hast, können wir gemeinsam auch einen machen. Das wäre toll. Dann gehe ich gleich mal und hol schnell, was wir dafür brauchen. Hier habe ich einen Klebestift, wir haben eine kleine Schere, eine Reißzwecke und eine große Schere. Wir brauchen den Faden und dieses farbige Papier. Nicole, ich habe alles, was wir brauchen. Ich bin schon unterwegs. Nicole, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um einen schönen Stern zu machen. Vielen Dank, Pepe. Dann können wir jetzt hier anfangen. Als erstes brauchen wir Papier. 7 Stück brauchen wir und sie müssen quadratisch sein. Endlich geht's los. Ich bin ja schon so gespannt. Also, dann geht's jetzt los. Wir falten unser Papier zu einem Dreieck und dann falten wir es noch einmal. Als nächstes müssen wir 3 Schnitte machen. 1, 2 und 3. Wichtig ist, dass die Schnitte über diese Mitte hier drüber gehen. Als nächstes brauche ich den Klebestift. Pepe, kannst du ihn mir mal bitte geben? Ja, natürlich, Nicole. Hier hast du ihn. So, jetzt fangen wir mit dem Kleben an. Als erstes kleben wir das innere Dreieck. Und zwar so. Ich mache hier mal ein bisschen Klebran an diese Ecke und dann kommt das andere Eck obendrauf. Das war es schon das erste. Wir drehen es um und nehmen jetzt das zweite Dreieck. Hier ist der Klebestift. Zack. Und schon haben wir es geklebt. Du hattest recht, Nicole. Das war gar nicht so schwer. Wie ihr seht, habe ich schon 7 Stück fertig gemacht. Und jetzt müssen wir sie noch aneinander kleben. Beziehungsweise ich nehme nicht den Kleber, sondern hier einen Reißzwecker. Und so sieht's aus, wenn sie alle aneinander geheftet sind. Aber das sieht ja gar nicht aus wie ein Stern. Du musst dich noch ein klein wenig gedulden, Pepe. Aber es dauert nicht mehr lang. Wir sind gleich fertig. Jetzt nehmen wir hier diese 7 Enden und führen sie alle zusammen. Dann nehmen wir Tacker und dann ganz zum Schluss müssen wir nur noch hier diese beiden Seiten aneinander tackern
Und schon ist unser Stern fertig. Der sieht ja toll aus, Nicole. Und es war wirklich ganz einfach und hat gar nicht lange gedauert. Da haben wir aber schöne Dekorationen zu Weihnachten gemacht. Und es hat viel Spaß gemacht. Wenn es dir auch gefallen hat, dann abonniere Kindercartoons und schau dir auch unsere anderen Videos an. Tschüss!